Villen, Luxusautos und nie wieder arbeiten. Es gibt wohl kaum jemanden, der sich noch nicht ausgemalt hat, was er tun würde, wenn er den Jackpot im Lotto knackt. Tatsächlich gibt es aber gar nicht wenige Lottogewinner, die den Hauptpreis gezogen haben und deren Leben anschließend komplett den Bach runterging, obwohl sie theoretisch ausgesorgt hatten. In diesem Video wollen wir euch daher einige dieser dümmsten Lottogewinner aller Zeiten präsentieren. Mit dabei sind unter anderem eine Frau, deren maßlose Gier ihren kompletten Gewinn vernichtete, ein Mann, der durch seinen Gewinn auf der Straße landete, und ein Ehepaar, was einfach zu naiv war, um reich zu bleiben. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Wir starten unser Video mit Amanda Clayton aus den USA, die ihr Lottogewinn tatsächlich ins Grab brachte. Aber der Reihe nach. Im September 2011 ging für die damals 24-jährige Frau ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Sie räumte nämlich bei der Michigan Lotterie tatsächlich den Hauptpreis ab und gewann somit eine ganze Million US-Dollar. Was wohl für die meisten Menschen schon unglaublich toll wäre, war für die Amerikanerin noch einmal eine ganz andere Nummer. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie nämlich bitterarm und war auf Lebensmittelmarken vom Staat angewiesen, um sich überhaupt Essen kaufen zu können. Nach dem Geldregen kaufte sich Amanda erstmal ein Auto und ein neues Haus. Trotz ihres neuen Reichtums sah es die Lottogewinnerin wohl aber nicht ein, auf staatliche Hilfe zu verzichten, und so bezog sie auch weiterhin Lebensmittelmarken, obwohl ihr diese nach ihrem Gewinn natürlich nicht mehr zustanden. Dass dies innerhalb kürzester Zeit ans Tageslicht kam, versteht sich von selbst. Schließlich war Amanda ihr Gewinncheck öffentlich übergeben worden. Und da die Gesetze in ihrem Bundesstaat streng waren, drohten der Gewinnerin plötzlich 4 bis 5 Jahre Gefängnis wegen Sozialbetrugs. Möglicherweise als Reaktion auf den damit verbundenen Stress nahm die Frau dann auch noch illegale Substanzen und verstarb im Alter von 25 und nicht einmal ein Jahr nach ihrem großen Gewinn an einer Überdosis. Von Amanda Clayton, die ihren neuen Reichtum nicht einmal ein Jahr überlebte, weil sie zu geizig war, sich von ihrem eigenen Geld Lebensmittel zu kaufen, kommen wir zu einem Lottogewinner, der satte 4,5 Millionen Euro gewann und nun trotzdem als Obdachloser auf der Straße leben muss. Und zwar ist die Rede hierbei von dem 36-jährigen Engländer Mark Goodram. Nachdem der Mann aus Bolton vor 3 Jahren zusammen mit einem Freund den Hauptgewinn in der Lotterie zog, verscherzte er es sich sofort mit seiner Freundin, mit der er gemeinsam in einer Wohnung lebte. Mark wollte nämlich von Anfang an den Millionärs-Lifestyle leben, benahm sich allen gegenüber völlig arrogant und ballerte all seine Ersparnisse für Champagner und Partys raus, bevor er seinen Gewinn überhaupt erhalten hatte. Infolgedessen warf seine Freundin Mark dann auch aus der Wohnung, und weil er kaum noch Geld hatte, musste der Engländer fortan als Obdachloser auf der Straße leben. Mark dachte zu diesem Zeitpunkt natürlich noch, dass er in wenigen Wochen seinen Gewinn erhalten würde und sich damit ein prächtiges Haus kaufen könnte. Tatsächlich kam es aber völlig anders. Da der 36-Jährige eine kriminelle Vergangenheit hatte und auch schon wegen Betrugsdelikten im Gefängnis saß, wurde nämlich die Kreditkarte überprüft, die er zum Kauf des Loses benutzt hatte. Als sich dann herausstellte, dass die Kreditkarte mutmaßlich gestohlen war, verweigerte die Lottogesellschaft dem Briten die Auszahlung seines Gewinns, und Mark war somit ärmer als zuvor, sowie jetzt auch zusätzlich obdachlos. Und als wäre das nicht genug, lachte ihn seine Ex-Freundin, die ihn aus der Wohnung geworfen hatte, auch noch aus und bezeichnete die ganze Sache als Karma. Wenn ihr euer Karma-Konto kurz aufladen wollt, abonniert doch jetzt einfach schnell Wissenswert. Wir freuen uns! Dass man weder habgierig wie Amanda sein, noch einen schlechten Charakter wie Mark haben muss, um nach dem Knacken des Jackpots auf der Liste der dümmsten Lottogewinner aller Zeiten zu landen, beweisen die Buberts aus Deutschland. Wie sie ihren riesigen Gewinn verloren haben, lässt sich nämlich freundlich ausgedrückt mit naiv beschreiben. Als Achim und Petra Bubert aus Nordrhein-Westfalen im Jahr 1994 stolze 8 Millionen Mark, umgerechnet etwa 4 Millionen Euro, gewannen, fühlten sich die Friseurin und der Zimmermann zunächst wie im Himmel. Endlich konnten sie ihr Haus abbezahlen und sich alles kaufen, wovon sie jemals geträumt haben. Wenn man so einen hohen Betrag gewinnt,
dann ist das einfach so wie in einem Rausch fühlt man sich. Wie im Rausch kaufte sich das Ehepaar gleich 4 neue Autos und diversen anderen Luxus und war so nach nur einer Woche schon über 1,2 Millionen los. Schnell erwarben sie zusätzlich ein luxuriöses Anwesen, auf dem sie unter anderem eine Kartbahn für ihre Kinder bauen ließen. Auch Ferienhäuser und 2 Boote ließen das Vermögen der Buberts schrumpfen. Das größte Problem der Neumillionäre sollten allerdings nicht diese anfänglichen Luxusanschaffungen sein. Schließlich war noch immer reichlich Geld aus ihrem Gewinn vorhanden. Letztlich waren es Naivität und Gutmütigkeit, die dem Ehepaar das Genick brachen. Da sie überall stolz herumerzählten, wie reich sie nun seien, wollte plötzlich jeder an ihr Vermögen. Sie verschenkten unter anderem massig Geld an angebliche Freunde, die nach und nach immer mehr von den Lottogewinnern forderten. Kunden von Achims Zimmermann-Betrieb zahlten einfach ihre Rechnungen nicht. Und als die Bubers ohne jegliches Vorwissen auch noch versuchten, mit Aktien und Immobilien zu spekulieren, verloren sie den Rest ihres Gewinns. Was würdet ihr eigentlich mit einem großen Lottogewinn anfangen? Schreibt uns eure Pläne jetzt gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt. Dass man Millionen komplett sinnlos verballern und anschließend trotzdem glücklich sein kann, zeigt der Fall von Kelly Rogers aus England, die im Jahr 2013 im Alter von gerade einmal 16 zur jüngsten Lottomillionärin des Landes wurde. Nachdem Kelly umgerechnet etwa 2,5 Millionen Euro gewonnen hatte, lebte sie nämlich zunächst einmal im absoluten Luxus und verprasste ihr Geld für Reisen und Partys sowie insgesamt 3 Brust-OPs. Alleine für Kleidung gab das Mädchen über 20.000 Euro aus. Doch schon nach kurzer Zeit stellte sich das viele Geld für die Teenagerin als Fluch heraus. Kelly wusste nämlich nicht mehr, wem sie vertrauen konnte und gab sich schließlich mit den falschen Leuten ab, die nur an ihr Geld wollten. Sogar von ihren Partnern wurde sie immer wieder ausgenutzt und fing außerdem an, Drogen zu konsumieren. Und so wundert es wenig, dass nach etwa 15 Jahren kein Cent vom Megagewinn mehr übrig war. Kelly war nun eine mittellose, vierfache Mutter Anfang 30, die von Sozialhilfe leben musste. Und trotzdem ist sie mittlerweile glücklicher als zu der Zeit, in der sie reich war, wie sie in einem TV-Interview vor 3 Jahren erzählte. Kelly war laut eigener Aussage mit so viel Geld in einem so jungen Alter nämlich völlig überfordert und jetzt, wo sie wieder arm ist, kann sie endlich wieder anderen Menschen vertrauen. Von Kelly Rogers, die mittlerweile froh ist, keine Millionärin mehr zu sein, kommen wir zum Schluss noch zu einer Lottogewinnerin, die einfach nicht genug bekommen konnte und dies bitter bereuen musste. Als Denise Rossi aus Kalifornien in den USA nämlich 1,3 Millionen Dollar im Lotto gewann, dachte sie gar nicht daran, ihren Ehemann Thomas an ihrem Glück teilhaben zu lassen. Obwohl die beiden zum Zeitpunkt des Gewinns schon seit 25 Jahren verheiratet waren, schaffte sie es sogar eisern zu schweigen und ihrem Partner kein Wort von ihrem Gewinn zu sagen. Stattdessen teilte sie ihm zu Hause mit, dass sie nach einem gemeinsamen Vierteljahrhundert die Scheidung wolle und drängte Thomas dazu, das Ganze möglichst schnell über die Bühne zu bringen. Thomas war völlig verwirrt, warum seine Frau nach all der Zeit völlig aus dem Blauen heraus plötzlich die Scheidung wollte, konnte sie allerdings auch nicht umstimmen. Rechtlich hätte dem Ehemann nach der Scheidung die Hälfte des Gewinns zugestanden. Da Denise es aber schaffte, diesen auch weiterhin vor ihm zu verheimlichen, bekam Thomas zunächst einmal überhaupt nichts. Das Paar trennte sich, die Scheidung wurde vollzogen und der Ehemann zog weg. Als er nach 2 Jahren zufällig durch einen Brief, der eigentlich an Denise gehen sollte, doch noch von dem Millionengewinn erfuhr, verklagte Thomas seine Ex-Frau. Und da sie den Gewinn böswillig verschwiegen und damit gegen diverse Gesetze verstoßen hatte, sprach der Richter Thomas letztendlich nicht nur die Hälfte des Gewinns, sondern den kompletten Gewinn bis auf den letzten Cent zu. Wenn euch dieses Video über die dümmsten Lottogewinner aller Zeiten gefallen hat, schaut euch auch unbedingt unser Video über die 5 gigantischsten Lottogewinne aller Zeiten an. Ciao und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.